Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Lumber Island. Ich bin der Baum. Wir sind live auf Twitch. Und hier läuft der Horst rum. Der Holzfäller horcht. Der Werwolf Holzfäller horcht. Da ist er! Scheiße! Den sieht man aber auch nicht hinterm Baum. Aber der sieht uns durch den Baum. So ein Kackarsch. Kann ich auch vor dem wegrennen? Ich werde ein paar Hacken schlagen. Hui! Während er uns die Hacken abschlägt. Ich werde ihn verwirren. Mit meinem großen Gehirn. Das viel größer ist als seins. Weil er nämlich gar keins hat. Mach die Tür auf nebenbei. Nein, geht nicht. La 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 la. Ich kack mir eine Wurst. Ich kann ihn noch hören hinter mich. Was macht er denn? Junge, lass gut sein. Siehst du nicht, wie ich rennen kann? Ich bin kein Baum. Sagt der Baume. Fuck. Ich höre seine Schritte noch. Hört das irgendwann noch wieder auf oder kann man das Spiel in dieser Phase auch ewig lange weiterspielen? Ich meine, ich bin genauso schnell wie er und mir geht die Puste nicht aus. Das ist kurios. Ist er weg? Das ist mal wert für ein... Siegesgeheul! Wupp, wupp. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich hab den bösen Mann besiegt. Indem er jetzt keuchend und hustend in der Ecke steht und sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Die Axt ist so schwer. Ich hoffe es. Ich hoffe, so kniet er jetzt da und denkt sich mal, fuck, dann doch lieber montags und mittwochs joggen gehen. Wenn ich heutzutage noch von den jungen Weibern ein paar zerhackstückeln will, muss ich mal langsam mit Joggen anfangen. Ich weiß gar nicht, warum ich die Zeitungsartikel immer wieder angucke. Das ist eine Routine. Routine ist wichtig. Merke, Wiederholung beruhigt den aufgewühlten Geist. Horst? Lieber Horst? Osteru, wo bist denn du? Da hinten ist er! Hallo? Hau ab, Mann! Verpiss dich! Geh hacken! Mach Hack! Entschuldigung, ich will nicht immer so schreien. Es gibt Leute, die wollen ja auch schon schlafen gehen. Selber schuld, wenn sie mich so laut machen. Baume gewinnt den Marathon. Denke mal, die. Dann kann ich jetzt immer hier mal klopfen gehen. Hallöchen. Guten Tag. Ich bin der Baum. Ich habe hier den Holzfäller gesehen. Leave. Can't you see it's dark by now? Ich bin aber kein Blatt. What are you doing? Seek a hideout. Seek a hideout? Was heißt denn das? Stop this. He will hear you. Okay. Na gut. Ich soll aufhören, weil er uns sonst hört. Gut. Wenn ich hin und wieder mal ins Sächsische niederdrifte, dann ist das okay. Das ist okay. Das dürft ihr gerne auch machen. Ach, guck mal, jetzt habe ich den Schlüssel vernutzt. Ah! Yay! Das ist gut? Fragezeichen? Oh! Ein Schuh! Mangelung eines Inventars muss ich mir den jetzt wohl aufsetzen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er hält. Das werden wir sehen. Gab es nicht einen, der sich als Präsident zur Wahl gestellt hat, der die ganze Zeit einen Stiefel auf dem Kopf trug? Hieß der nicht Roggelbecher? So, wartet kurz. Schwierig. Das kriegen wir hin, oder? Sieht man nicht, ja? Scheiße. Lederlappen! Ah! Okay, sorry. Ich bring ihn wieder zurück. Das ist doch nicht so cool, wie ich gedacht habe.
Okay, das nächste Mal, wenn ich Stiefel kaufen gehe, brauche ich definitiv größere. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt mit dem Stiefel streamen. Ah, der schöne Stiefel. So, Hauptsache der Holzfäller kommt hier nicht rein. Flupp. Ey, das Spiel hat mir beigebracht, dass unter Kissen immer tolle Sachen sind. Baumer hatte eine Idee. Die Idee war schlecht. Baumer setzt Stiefel ein. Stiefel waren nicht effektiv. Ach, Menno. So. Gut. Bart richten. Bart ist gerichtet, Hemd ist nass, Kopf ist warm. Gott, ist es so warm hier, ist es wirklich warm. Ei, woke up. Ich liebe Spieleentwickler der Welt da draußen. Ich weiß, es ist total scharf, handschriftlich geschriebene Zettel irgendwo hinzulegen. Treff gut. Wäre ich mal lieber ein bisschen länger unterm Bett liegen geblieben. Beim nächsten Mal klappt's. Aber wenn ihr solche handschriftlich geschriebenen Zettel macht, dann macht mal bitte auf die Tab-Taste ein Overlay, wo nochmal in einem vernünftigen, in einer Areal oder einer Times New Roman oder von mir aus auch in der Comic Sans nochmal die Schrift steht, dass man sie vernünftig lesen kann. Weil was das hier heißt, das könnte I woke up in the dead of... Was? In the dead of night. I woke up in the dead of night. Warum nicht in the middle? Egal. Terrible rattle echoed in my ears, and I couldn't figure out if it was a dream or reality. I jumped up, looking around, but the sound faded out, and the house plunged into silence. Driven by weird... Nope. I went out to the house. Of the house. Passing near the host's room, I looked inside, but the old man wasn't there. Probably nothing would have happened should I stay in the house till sunrise. Nothing would have happened should I stay... but I went out and saw him there. I was almost sure it was a dream, but pain quickly brought me back to reality. He blocked my path, so I rushed back to the house. In panic, I hid under the bed, gasping air and trembling. Scared to utter a sound. Luckily, this saved my life. He did not see a damn thing from under the sack on his head. Okay, das heißt, wenn der böse Boogeyman kommt, können wir hier reinrennen und Schutz suchen unterm Bett. Okay. Mach ich. Baume, wieso wispert mich DS? Wer ist ein DS? Dark Souls? Baume, mach Kissenschlacht mit dem Holzfäller. Das hättet ihr gern. Ich kann die Schrift lesen, Baume. Soll ich es schreiben? Ihr wisst, was ich meine. In dem Beispiel war es gut zu lesen, aber es gibt halt auch andere Spiele. Also bei The Park, super Spiel. Aber das ganze Gelese geht einem so auf den Sack und dann sind das auch noch solche Krickelkrakel-Handschriften. Und ah, The Park hat mich echt... Damit hat es mich echt vergrault. Also von 5 Sternen kann ich da leider nur 3 geben. Das Gameplay und alles ist super, aber diese Tonnen von Schriftdokumenten, die man da findet, das ist einfach furchtbar. Until deposit of oil were found under it. Ach so, da fehlt der Anfang. This finding doomed the island. Its inhabitants were made to leave their homeland. The wood was chopped down to the ground. And after the oil had been pumped out of the last drop, the island was left abandoned and totally exhausted. Also die Insel wurde ausgeschlachtet, man hat Öl gefunden, man hat das ganze Holz weggehackt, dann hat man seine Bierbecher da auf die Zeitung gestellt und auch die Krüge und einen Turm gebaut daraus. Das war ganz kurios, das haben alle gemacht in ihren Häusern. Und dann sind sie plötzlich wahnsinnig geworden. Schade. Sehr, sehr schade. Hör ich ihn irgendwo? Ich würde zu gern irgendwie die Musik ausmachen. Hallo? Gott, bin ich krumm. Da war er gerade. Horst. Der Mann mit dem Sack auf dem Kopf. Er hat das Wort Sacko nie richtig verstanden. Und seitdem rennt er so rum und denkt, er ist cool. Aber das ist er nicht. Er ist ein kleiner... Arsch. Okay.
okay, ich muss mir dieses Haus hier irgendwie merken. Das ist unser Panic Room. Da können wir uns getrost unter dem Bett verstecken. Hier ist eine Notiz. Baume, Ivy Within war besser. Ivy Within. Da kamst du wenigstens ins Schwitzen. Ja, mit Ivy Within geht's ja morgen weiter, ne? Was? Baume, hallo. Netter Versuch. No use for a nick. Netter Versuch. Finally, I'm on the island. This investigation seemed to be an excellent opportunity for me to outdo Josh. But for same reason I went wrong from the very beginning. My ferry boat, arrived on the island at night. But there was no one to meet me. I followed the road to the village and found there a hotel, which turned out to be a wrecked house of a local farmer. A creepy old man, I would say, and he mumbled something illegible all the time. When cooking supper, he suddenly began persuading me to leave this place. The sooner the better. Ja, wegen dem Horst, ne? Sag doch einfach, der Horst ist da. Der Baum ist Bata, kommt jetzt öfters vorbei. Lol. Dankeschön. Liebes Bata. Viel Spaß mit dem Bart. Danke für den Follow. Herzlich willkommen in der wertigen Runde. Du Bata, du. Hallo. Da ist nichts. Da kommt auch nichts mehr. Wie kann ich mir das Plätzchen hier merken? Wo ist eigentlich unser Hacke-Schorsch? Hacke-Schorsch? Harry, da Hacke-Schorsch. Nee, Horst? Haben wir einen Harry oder Horst genannt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist so schwarz da hinten. Da könnte er theoretisch stehen. Ich würde ihn nicht sehen. Aber er läuft ja auf den Wegen, ne? Das heißt, ich gehe... Ah, guck, hier sind wir. Hier sind wir. Ich glaube, ich kann es mir merken. Hier an der Ecke. Also ganz hinten links. Ganz hinten links ist das Haus, wo man sich verstecken kann. Ganz hinten links. Merkt es euch. Ganz hinten links. Ist wichtig. Auch wenn ich so rumstehe, ist es immer noch ganz hinten links. Und so rum erst recht. Ich gehe nur auch schlafen. Um 7 Uhr steht deine Tochter auf. Nee, das wäre mir nix, du. Das Erste, was mein Vater mir beigebracht hat, woran ich mich erinnern kann, war, wie man Kaffee kocht und wie ich mir den Fernseher anmache. Der Harry, da ist der Harry. Hallo, Harry. Ah, ich meine Horst. Der Horst. Der holzhackende. Der holzhassende, zerhackende Horst. Da geht er wieder nach rechts. Was er für ein breites Kreuz hat und was er für ein kleines Köpfchen auf seinen Schultern trägt. Das arme, gehänselte Kind. Oder gegrätelt. Treff gut. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Erhol dich gut. Und kümmere dich gut. Um deine Kleine. Die will morgens um 7 sicher beschäftigt werden. Wie alt ist denn die jetzt eigentlich? So, da war irgendwas mit Öl. Wahrscheinlich ist der ganze See aus Öl. Oh, verdammter Hacke, Schorsch. Okay, also wir haben einen Ist er da drüben wieder? Kann er sich teleportieren? Also so Gameplay-technisch? Oder läuft er seine feste Strecke? Oder läuft er halt so random Wege, aber ist halt immer da, wo er ist und macht nie irgendwie einen hexenmäßigen Sprung irgendwo hin. Als aller Walddämon. Alter, ich kann kaum sehen. Das Lampe ist leider zu hell. Ich muss mir mal etwas dunkler machen. Vielleicht kann ich auch einen Gamma hochdrehen. Und immer der Blick über die Schulter. Da hinten kommt er. Okay, ich sollte besser eine Tür finden, die funktioniert. Genau, geht auch noch langsamer auf. Ich hab keine Zeit. Das war nur ein Schatten. Das war nur ein Schatten. Ja, Gott sei Dank, du. Okay, da brauche ich Schlüssel. Das ist die Notiz, die kennen wir schon. Bla bla bla. Wir kaufen nichts. Ach guck, hier kann ich mich verstecken. Ich habe einen Schuh. Einen Schuh habe ich. Brauchen wir noch einen Schuh? Schuhu, schuhu, macht die Eule. Mit 2,5. Ach so, okay. 2,5 ist. Ja, da kann man noch nicht Kaffee kochen. Nein.
Ich kann mich allerdings auch kaum an was erinnern, was ich sage ja, das Erste, woran ich mich erinnern konnte, das, an was ich mit 2,5 gemacht habe, kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Nein. Ich weiß noch, dass es bei Regen durch die Decke getropft hat, genau in mein Kinderbettchen rein. Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern, da war ich nicht mal ein Jahr alt. They came again, this time with threats. I hope Holland did not see that. I don't know what to do, but I will never sell my land. Kennen wir schon. Wir haben den Schlüssel LaRue. Ist das da? Achso, Säge. Ach, das ist das Holzfällerhaus, in dem wir hier gerade sind. Oh. Ich gehe mal unter das Bett. Ich habe was gehört. Ein Rrrr. Vielleicht kommt's rein. Nein, das ist nicht der neue Zweit-Account von Lisa. Ach, sehr gut, Baumesparta. Ich dachte schon, die Lisa will mich veräppeln. Aber dann ist ja gut. Nee, dann ist alles in Ordnung. Dann sagt der Lisa mal einen schönen Gruß, ja? Und dem Dr. PP auch. Bleibt die Tür auch zu. Ich mach mal hier das Ding auf. Lup. Hä? Seit wann ist da ein Teddy drin? Der Teddy ist neu. Der Teddy war da vorher noch nicht drin. Lumberjack will return to Woods if only get his missing Butz. Butz, wir haben einen. Wir brauchen noch einen. Okay, wir müssen noch den zweiten Butz finden. Oh, ey. Das kann ja eiter werden. Baume, mach dich nicht lustig über seinen kleinen Kopf. Was denkst du, warum er einen Sack auf den Kopf hat und Leute verstümmelt? Das ist eine gute Theorie. Ivi, sehr gute Theorie. Bruder. Nett. Auch das ist eine sehr nette Theorie. Wenn sie 7 ist und um 7 aufsteht und ich bin 24, denk mal nach, Baume, denk mal nach. Ja, dann solltest du längst ins Bett, Bruder. Was? Hast ja nur noch minus eine Dreiviertelstunde zu schlafen. Okay, wir suchen einen Schuhu. Wo ist der Schuh? Ich kletter mal nach oben, genieße die Aussicht, in der Hoffnung, dass ich Horst finde. Bewegt sich da irgendwo was in Schatten? Nee. Gut. Dann ist er ganz in der Nähe. Wahrscheinlich direkt hinter uns. Nein. Irgendwo ist noch ein Schuh. Was sagst denn du dazu? Ich glaube, ich gehe mal bei Deichmann vorbei. Oder bei Barmer. Oder ich bestelle was bei Amazon. Es wäre voll ulkig, weil der Amazon-Dude würde dann... Sind das da Beine, die sich bewegen? Oder sind das da hinten... Das sind keine Beine, ne? Nein. Gut. Wenn jemand irgendwo seine Beine vor den Monitor hält, ja, nehmt die mal bitte weg. Das irritiert übelst, Leute. Das ist einfach nur gemein. Ich brauche noch einen Schuh. Wo zur Hölle kriegst du denn jetzt einen Schuh her? Hallo? Ich würde auch gerne mal wissen, wo der Horst ist. Horst, die Horst. Hast du einen Schuh verloren? Du läufst ja nicht barfuß rum. Das hätte ich gesehen. Ich habe darauf geachtet, als ich vor dir weggerannt bin. Du hattest Stiefel an, als du mich hochgehoben hast, als wäre ich ein kleiner Hundewelpe. Hallo? Er ist weg. Ich finde es immer schlimm, wenn man ihn nicht sieht. Das ist wie mit Spinnen. Kennt ihr das? Ihr habt, ne? Spinnen, kennt ihr. Findet eine in eurer Wohnung und denkt euch so, ah, Spinne! Und dann rennt ihr aus dem Zimmer raus, um euch einen Pantoffel zu holen, um die zu erschlagen. Und dann kommt ihr zurück und dann ist die Spinne weg. Das ist das Schlimmste, wenn die dann weg sind und du weißt nicht, wohin. Und auf einmal fängt es überall an zu jucken. Obwohl du Klamotten anhast, aber als wäre alles voll mit Spinnen. Oder wenn du eine die einzige Spinne in deinem ganzen Zimmer, so geht es mir auch immer, wenn ich die erschlage. Dann juckt es mir plötzlich an den Füßen und an den Beinen, als würden da alle anderen Spinnen jetzt dran rumkrabbeln. Obwohl es gar keine gibt. Dach? Baume, Dach? Was ist mit Dach? Liegt der Schuh auf dem Dach? Erzähle doch nicht. Ist der Horst auf dem Dach? Stimmt. Ich
Habe ich gerade Schritte gehört? Keine Ahnung. Das wird doch nicht. Das wird doch nicht. Wenn ich hier, nehmen wir mal an, ich renne hier rein und dann mache ich diesen. Das wird doch nicht. Mahlzeit, Baume. Cues. Da war er gerade. Da war er gerade. Kios, grüß dich. Willkommen im Lumber Island. Sehr lustig hier. Wir haben einen Reiseführer mit einer dicken Axt. Was? Devil? Was? Davilu? Davilulp? Davilulp? Lulp. Dankeschön fürs Würstchen. Moin. Willkommen in der Holzinsel. Wir haben das schon erörtert. Steininseln würden nicht schwimmen. Deshalb ist die hier aus Holz. Nein, willkommen bei Lumber Island, that special place. Ein Horrorspiel. Mit dem holzhackenden Horstfäller. Müsst wissen, es ist ein Wehrholzfäller, der kommt nur bei Vollmond raus. Eigentlich ist er Banker. Und weil er Banker ist, wurde er bei den Zeugen Jehovas nicht angenommen. Aber als Wehrholzfäller darf er mitmachen. Deshalb rennt er hier die ganze Nacht rum und geht von Tür zu Tür. Und wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Denn wir finden die Zeugen Jehovas scheiße. Und wir suchen einen Schuh. Unglaublich. Wo ist der? Einen haben wir gefunden. Wo haben wir denn überhaupt gefunden, den Schuh? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Uns gehen hier auch langsam die Häuser. Oh! Lisa! Ich meine natürlich Baum ist Bartha. Moin! Wir haben jetzt zwei Glocken, hä? Erwischt. Was machen wir mit denen? Soll ich da mal dran rumspielen? Aber da kommt ja sofort der Hackeschorsch und will uns über den Haufen axten. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Da ist er ja. Hä? Geh auf Abfangkurs. Der hat echt ein kleines Köpfchen, ne? Ich glaube, der hat gar keinen Kopf. Ich glaube, der hat wirklich nur einen losen Sack auf seinem Halsstumpf liegen. Und das war's. So schlägt er sich dann über die Runden. Fuck, wo kriegen wir den zweiten Schuh her? Ist der Teddy eine Anspielung? Liegt der Schuh vielleicht am Lagerfeuer? Wo ist der Horst? Mein Kopf geht durch die Decke. Wo ist der Horst? Baume, hör bitte auf, über Spinnen zu reden. Horrorspiele gehen ja, aber Spinnen sind echt gruselig. Okay, Bruder, ja, ich höre ja schon. Ich habe ja schon aufgehört. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Ich gehe nochmal zurück davon, wo der Teddy kommt. Ne? Beste Deutsch, wo gibt. Und dann schauen wir mal, ob da jetzt auf mysteriöse Weise ein Schuh gespawnt ist. Wo ist der? Da hinten. Ah, sehr gut. Kenne deinen Feind. Wo geht denn der jetzt lang? Kommt der jetzt hier querfeldein? Kommt der zu mir? Oder bleibt der auf dem Weg? Ich hoffe doch, der bleibt auf den Wegen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Eigentlich gehe ich aus, wenn er mich findet. Ah, egal. Also hier, mein Lebenslicht. Wisst ihr Bescheid. Metaphern. Metaphern. Ich rede in Metaphern. Der scheiß Horst, ey. Fucking Schuhe. Ich suche hier Schuhe. Ich finde das furchtbar. Jetzt würde ich bei Vielmann, bei Deichmann arbeiten und können Sie mal gucken, ob Sie den noch eine Nummer größer finden? Ja, warten Sie kurz, ich renne einmal durchs ganze Dorf. Kackten Holzfällerschuhe. Und weit ist Baume eh noch nicht. Der Teddy ist echt weg, der ist echt, das ist genau der, der ist hier einfach weggewandert. Das kannst du mir nicht erzählen. Wo ist er denn? Warum? Ich werfe einen Topf. Ich krieg's nicht hin. Fuck. Scheiß Teddy, warum macht denn der das? Ich wette, der Teddy kommt dann in der Stage 2, wenn wir irgendwie das, dieses Tor aufkriegen und ist jetzt vielleicht die Nachricht auch eine andere. Nein, immer noch Love You Helen, Windmill, Flare Gun, alles klar. Was auch immer wir mit in der Windmill mit der Flare Gun machen wollen. Und ich komme echt nicht voran, ich komme wirklich nicht voran. Es gibt nicht allzu viel, was ich noch tun kann. Ich könnte wirklich noch an den Glocken spielen. Und das war's. Werde ich das mal tun. War er hier nicht gerade? Ach, da hinten ist er wieder. Da hinten schlurft er rum. Seht ihr? Genau über dem kleinen weißen Punkt. Und dort sind die Glocken.
Ich werde mal noch warten, bis der ein Stück weg ist. Mal gucken, vielleicht eigentlich müsste er jetzt zu uns kommen, wenn ich mir das Pattern richtig gemerkt habe. Und er sieht uns nicht, wenn wir hier oben auf den Steinen stehen. Das haben wir ja in der letzten Folge erfolgreich rausgefunden. Nee, er biegt nach links ab, sehr gut. Kann ich mich jetzt vorsichtig ranpirschen. Vorsichtig. Vorsichtig heranpirschen. Kann nicht aus den Augen verlieren. Allerdings muss ich mal kurz in den Chat schauen, da ist schon wieder alles rund. Wo ist er hin? Echt, ey. Ich gucke einmal kurz in den Chat, dann gucke ich wieder ins Spiel und ich sehe ihn nicht mehr. So eine Scheiße. Ja, spiel mal, Baume. Okay. Wo ist das Haus, in dem wir uns verstecken könnten? Da oben ist eins. Ja. Das ist alles geplant, dass der jetzt kommt. Das ist alles geplant. Das ist alles geplant. Jetzt muss ich Pippi. Ja? Wo ist er? Da hinten ist ein Feuer. Oder? Oder ist das das Feuer, an dem der Teddy liegt? Kann auch sein. Ja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich ist es das. Hier, es war die rechte Glocke, an der wir gerade gespielt haben. Ich würde auch nochmal die linke kitzeln. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht bringt das ja was. Aufpassen, der Horst könnte überall sein. Hier ist er schon mal nicht. Was? Warum mache ich das? Es stimmt eigentlich nicht mit mir. Ich meine, bei Outlast hat man das ja noch verstanden, ne? Der Typ war von der Presse, die haben sowieso alle einen an der Klatsche. Aber das hier? Bin ich jetzt irgendwie Immobilienmakler oder sowas? Kann ja sein. Die wollten ihre Häuser verkaufen. Das war die zweite Glocke. Das war jetzt die linke. Ich renne. Run, 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 run. Banana Phone. Und wieder unters Bettchen. Schnell. Schnell. Den. Spannungsmusik. Baume sagt Trollin, sie soll dir suchen helfen. Trollin! Kiwi, kiwi, kiwi. Kannst du mal bitte auch gucken kommen? Upsi, ach hier rülpst. Tut mich leid. Kann ich hier den Scheiß aus dem Regal räumen? Wo ist der Stiefel? Wo ist der Stiefel? Wo ist der Stiefel? Ist er hier? Und am Bett lag er auch nicht, oder? Texturen glitschen? Okay, ist normal. Das dürfen die Texturen. Hier komme ich nicht rein, hä? Nö, anscheinend nicht. Ist der Stiefel vielleicht unter der Bank? Nö, hier ist ja auch nichts. Den kriege ich auch nicht auf. Nein. Da ein Zahnrad ist und hier auch ein Zahnrad ist, denke ich mal, die Tür geht auf, wenn beide Stiefel da sind. Oder? Boots. Mehrzahl. Plural, ne? Zwei. Ist der vielleicht hier hinten? Irgendwelche Schieberätsel oder sowas hier eingebaut? Ich weiß es ja nicht. Nee. Kein Stiefel. Auch kein Stiefel. Nix. Vielleicht klopfe ich mal nochmal bei der Tür und frage den anderen Dude, ob der einen Stiefel hat. Vielleicht macht er die Tür dann ja auf. Hier ist doch der eine, der sagt, Frau Pfeifter, hier ist der Holzhorst. Ich will dir nicht helfen. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schleier.
Ich hätte Bock, eine A-Cappella-Band zu gründen, die Gruselmusik macht. Einer so im Hintergrund die ganze Zeit boom, boom, boom. Und die zwei dann im Chor. Boom, boom, boom. Passt auch zum Baumfäller. Boom, boom, boom. Ich renne hier durchs Gestrüpp in der Hoffnung, dass die so fies sind und den Stiefel hier irgendwo halt übelst am Arsch der Welt versteckt haben, aber ich sehe halt echt einen Scheiß. Weshalb es auch sein kann, dass ich schon dreimal am Stiefel vorbeigerannt bin. Ja. Es ist halt nur ein Stiefel. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Leuchtturm oder so. Ich würde auch viel lieber Glühwürmchen sammeln gehen. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich jeden Moment wieder in die Arme von unserem lieben Hacke-Peter-Horst reinrenne. Das ist nicht okay. Okay, hast du einen Stiefel? Ich brauch einen. Also je schneller, desto besser. Warum liegen hier überall Körbe rum, wenn die leer sind? Ich meine, wozu ist ein Korb da? Damit man den leer irgendwo hinstellt? Das macht alles keinen Sinn. Wo ist der Horst? Wo ist der Horst? Ich hab schon wieder Schiss, dass der gleich von hinten kommt. Mein Handy hat sich gerade neu gestartet. Ist auch voll cool, wenn hier so links von meinem Sichtfeld immer irgendwas vor sich hin blinkt. Wo ist denn der verkackte Stiefel? Der eine lag vorm Bett, ne? Hier, genau, stimmt, genau hier, auf diesem Fell. Alles Wichtige liegt anscheinend auf den Fellen. Vorm Bett. Ein einziger Stiefel. Was macht denn das für einen Sinn? Wo ist denn der andere? An der Decke oder was? Hä? Der kann doch eigentlich gar nicht weit sein. Und wie schlecht ist denn das Haus abgedichtet? Das kannst du auch keinem erzählen. Die wollten es verkaufen, sehe ich aber nicht ein. Ja, fuck, der Stiefel muss doch hier eigentlich hier in dem Haus irgendwo sein. Ich werd bekloppt. Diese Schnitzeljagd. Kann ich das hier wegschieben? Ja, kann ich. Ich komme ja auch nicht raus, hä? Nein. Psst, warum auch immer? Warum auch immer? Psst, get it. Was geht? Ich mache hier mal einen Cut für YouTube. In der nächsten Folge geht's genauso unbeholfen weiter. Tja, ich stehe gerade leider ein bisschen auf dem Schlauch. Ich hatte gehofft, der Teddy war ein Tipp. Vielleicht ist das auch falsch übersetzt und du musst nach High Heels Ausschau halten. Bombe, die trägt so ein Massenmörder mit kleinem Kopf schon mal ganz gerne im Wald. Okay. Nufan, das kann durchaus sein. Vielleicht hatte der Vorbesitzer nur ein Bein. Oder er hat den anderen noch an. Das ist schön. Da muss ich an den Witz denken. Deine Mutter ist so arm, die kam eines Tages mit einem Stiefel nach Hause und du hast gefragt, oh nein, hast du einen Stiefel verloren? Und sie, nein, aber einen gefunden. Na, ich glaube, den Witz erzählt man anders. Nabend, ja immer. Welche Größe soll es sein? Loki, ich hätte gern die, weiß nicht, muss ich die tragen oder der Holzfäller? Also für mich bitte eine 48, für unseren Holzfäller-Freund, der im Wald unterwegs ist, bitte eine 52. Oh, so kleinen Schuh habe ich dann doch nicht. Okay, Freunde. Wir machen hier den Cut für YouTube. Wenn, ja, ne? Schuhe suchen und so. Ganz tolles Spielelement in einem Horrorspiel. Hört ihr das? Kommt das bei mir von der Straße? Ich hoffe. Ich hoffe. Es wäre schön, wenn man mal einen Tipp hätte irgendwie in dem Spiel. Ich finde das immer furchtbar, wenn einem solche... es ist halt irgendwie, keine Ahnung, es ist halt ein Slender-Spiel, wenn man es mal runterbricht. Und bei Slender... Bei Slender hat einem ja auch keiner verraten, wo die Seiten hängen. Allerdings gibt's Slender schon als Spiel. Da muss man nicht sagen, hey, wir machen das Gleiche, nur mit einem Holzfäller. Das ist dann nicht so innovativ. Also ich weiß noch nicht so richtig, was ich von dem Spiel halten soll. Ich weiß nur, dass ich es durchspielen möchte. Aber irgendwie... Ja, so krass ist der Holzfäller-Dude nun auch wieder nicht. Und es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Mal gucken, es geht weiter in der nächsten Folge. Ich bin der Baume, auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüssikowski.